So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, der nächste Tag. Wir sind wieder mal auf Achse. Wollen uns jetzt gleich mit dem Bier-Benny treffen an der Old Channel Bridge. In der Nähe ist nämlich ein Turtok Raid, ein Klon Turtok. Gestern haben wir ja das Glurak gemacht. Glurak ist übrigens hier oben doppelt an der Kirche und am Stadtwappen. Ramses, wo ist dein Sauerstoffzelt? Oh, da sitzt noch ein Pikachu. Das tippen wir auch mal an. Vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei. Und weil wir gestern Turtok gemacht haben, das Klon Glurak. Weil wir gestern Glurak gemacht haben, das Klon Glurak, wollen wir heute natürlich das Klon Turtok mitnehmen. Dafür treffe ich mich jetzt mit dem Benny. Ich habe drei Accounts dabei. Er hat einen. Zur Not habe ich nochmal zwei Accounts. Falls es zu wenig ist, kommt drauf an, was er hat. Wir laufen also jetzt hier rüber um den Park rum. Hier ist die X-Ray Arena, auch die rote. Hinten dann das Turtok. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Fangen noch einen Wampel. Melden uns am Turtok zurück. Und gucken mal, vielleicht ist ja wieder ein brutales dabei. Obwohl ich glaube, Turtok ist sowieso hässlich. Glurak immer noch bestes Klon-Pokémon. Was ist das denn? Pferdereiten Thüringen-Jimdo.com. Beste Seite. Geht mal alle auf www.pferdereiten-Thüringen-Jimdo.com. Menschenreiten ist auch eine Seite. Da geht ihr aber nicht drauf. Das ist nur für Erwachsene. Egal, wir melden uns gleich beim Turtok zurück. Wir gucken mal, der Benny ist schon da. Der Ramses hängt wieder hinterher, aber hat halt wieder Zöpfchen am Start. Und kurze Hose, Bruder, wie immer halt. So, wir sind angekommen an der Old Channel Bridge. Ich habe mal hier drei Handys wieder vorbereitet. Auf dem schönen IKEA-Tablet-Halter. Hier der Rucksack voller Bier. Hier seht ihr Moos. Hier noch mehr Moos. Da werden wir euch jetzt draufstellen. Ihh, wunderbar, alles ist feucht. Damit wir den Raid machen können. Der Bier-Benny ist, glaube ich, schon drin. Aber wie durch ein Wunder steht der Ramses wieder mal alleine am Start. Wir tun einfach so, als wäre der Bier-Benny hier im Park. Der ist unter der Brücke. Der ist wahrscheinlich schwimmen gegangen. So, wir werfen mal alles hier rein. Ihr seht, Turtok sieht schon komisch aus. Ne? Braucht man eigentlich nicht. Aber nimmt man trotzdem mit. Was hat es hier? Elektro, Elektro, Elektro. Ja, da unten noch ein Palkia. Nehmen wir gerne mit. Bei dem anderen hier auch Bisaflor, Meganie oder Megani, hier Tangolos, Gewaldro, Rosarade. Also viel Elektro, viel Pflanzen auf jeden Fall da. Wir lassen mal die Zeit ablaufen. Gucken mal, wenn es losgeht, ob wir das schaffen mit vier Accounts. Dürfte eigentlich ganz easy sein, hoffe ich. 88%, die Akkus passen auch. Ich muss mich so tief bücken schon wieder. Ich glaube, ich muss euch woanders noch abstellen. Ich suche mir mal noch einen anderen Platz. Wenn nicht, sehen wir uns gleich an derselben Stelle wieder. Ohne Moos nichts los. Guckt euch das an. Hier liegt sogar noch ein Ast. Den legen wir jetzt hier hin. Ganz gemütlich. Jetzt fängt es an. Alter, jetzt fängt es auch noch an zu... Ja, was fängt es denn an, Ramses? Ne? Es fängt an zu hageln. Ich stelle euch jetzt mal da ab. Die Kameraeinstellung lasse ich jetzt so... Mit drei Accounts, das seht ihr jetzt nicht, das sieht dann also so aus, wie man hier drückt, wie ein Bekloppter. Vielleicht sollte ich mich auf das konzentrieren, was ich mache, sonst drücke ich wieder daneben und die App schließt sich. Was man natürlich immer nicht beachtet, das ist ja nur ein Vierer-Raid, ihr habt also keine 300 Sekunden Zeit, sondern nur 180, das sollte man auch nicht unterschätzen. Deswegen sieht es manchmal so knapp aus und man denkt, oh mein Gott, aber ihr habt ja auch weniger Zeit. Dafür ist er ja eigentlich auch nicht so schwer. Ich denke mal, so mit drei Accounts müsste der trotzdem auch locker gehen. Also lasst euch mal von der Zeit nicht so beeindrucken. Oh, ist das schön, ist das herrlich. Ist das Hagel oder ist das Schnee? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Ist natürlich schön, wenn man merkt, wie es unterm Daumen plötzlich feucht wird. Da wird das Fangen dann auch wieder ein Scherz. Ihr seht, 70 Sekunden vergangen, es ist schon über die Hälfte, 110 Sekunden noch übrig. Das geht also locker.
Das ist fit, da brauche ich die anderen Accounts gar nicht, die anderen Handys. Ein Klon Turtok nimmt man natürlich gerne mal mit. Ah, alles ins Genick. Morgen schaue ich dann, dass ich mir noch einen Klon Bisaflor gönne irgendwo. Zur Not schaffe ich das ja auch alleine, aber ich frage natürlich trotzdem immer, ob jemand Bock hat, ob jemand Zeit hat. Weil der Benny mit einem Account oder mit zwei Accounts hätte es sicherlich nicht geschafft. So kriegt er natürlich auch eins, freut sich vielleicht. Das zieh mal ab. Keine Chance, jetzt hat es hier überall Bisaflor drin, was ihr nicht seht, denn ihr seht nur das Raikou. Komm, 60. 55. Ja. Uah. Bei 55 Sekunden ist es down. Jetzt fängt es hier aber an. Ich drück mal schnell durch. Bei den anderen, guck, wie viel wir da haben. Uah. 13, 81. 13, 74. Und auf dem großen 13,90, das ist das Beste. Jetzt müssen wir nur noch fangen. Ich frage mich nur, wie bei dem ekligen Wetter. Ich nehme euch mal kurz mit. So, wir laufen einfach mal ein Stück in den Park. Da unten sind die Enten und freuen sich schon. Alles nass, alles zugesuppt. Verfrachten uns mal hier hinter und ich hoffe, eigentlich ist es sinnlos. Hier ist genauso wie vorne. Wieso laufe ich hier rein? Ich weiß es nicht. Oh. Ich stelle euch einfach jetzt hier ab und ich probiere es jetzt einfach hier fix zu fangen. Das muss gehen. Ich habe es kurz mal in die Hosentasche gesteckt. Das Richtige suchen. Abwischen natürlich. Jetzt mal gucken. 13,90. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Komm, Sis, bück dich. Gern geschehen, so machen wir das. Wir werfen einfach mal drauf. Gestern ist es ja alles im ersten Ball drin geblieben bei den meisten. Gucken, wie es heute aussieht. Eins, zwei. Genauso wie gestern, erster Ball drin. Jetzt könnte man wieder die Verschwörungstheorien aufstellen und sagen, ja, das ist immer im ersten Ball drin, das ist ein Klon, das ist dasselbe wie ein Shiny, aber ist es ja nicht. Der Viand hat gestern länger gebraucht. 13, 15, 14, bei dem ist es gestern nämlich ausgebrochen nochmal. Habt ihr auch einen Klon Turtok gemacht? Wie gut war eures? Macht ihr mehrere davon oder reicht euch eins für die Sammlung? Schreibt's mal in die Kommentare. Wetter auf jeden Fall wieder herrlich. Ach so, tschüss Benny, bis zum nächsten Mal Benny. Wir sehen uns, danke für alles. Ist das bekloppt. Wir nehmen das Fleckmon noch mit, verabschieden uns aber gleich. Wetter wieder saumäßig. Ich verstehe die Leute, die wirklich mit dem Auto von Raid zu Raid fahren, gerade zu den Jahreszeiten. Gerade wenn es regnet, gerade wenn es schneit. Aber im Auto ist es immer so dunkel. Deswegen habe ich das eigentlich lieber in der Natur, wenn ich Videos mache. Da muss man halt damit klarkommen. Man muss sich auch nicht unbedingt eine kurze Hose anziehen. Dann hat man auch die Probleme nicht. Obwohl es mir meistens nicht um mich geht, mir geht es einfach nur um die Kamera und um die Handys, dass man dann schlecht fangen kann und dass man dann einfach nichts mehr sieht. Das Toxi-Pad drücken wir auch nochmal an, ist rot. Ne, wir lassen es einfach sitzen, wir nehmen nämlich lieber dieses Pikachu mit. So. Was ist da los? Was ist das? Die wollen mich gerade einfach über den Haufen rennen, Bruder. Ich schwöre. Pikachu noch eingetütet. Alles super, wir laufen wieder heim. Dann gleich Video schneiden, hochladen, auf geplant setzen für die Tage. Meine Cousine wollte auch gleich noch vorbeikommen. Uah! Digga, ist das matschig. Fast noch aufs Maul geschmiert. Das muss ja nicht sein. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.